Overtourism ist eigentlich nur das Phänomen des Massentourismus. Das heißt, wenn zu viele Personen zur selben Zeit am selben Ort Urlaub machen. Und es ist aber tatsächlich in bestimmten Destinationen in den letzten Jahren verstärkt aufgetaucht. Gründe dafür gibt es viele. Die Tatsache, dass Flugreisen, Pauschalreisen recht günstig sind. Das heißt, durch das Aufkommen von Billig-Airlines hat sich dieser Trend enorm verstärkt. Das heißt, weil jetzt auch kleinere Destinationen angeflogen werden. Wir haben auch die Entwicklung, dass natürlich weltweit viel mehr Menschen reisen. Wir haben Länder wie Russland, China, die über Jahrzehnte nicht reisen konnten, die verstärkt reisen. Und es trifft dann tatsächlich Destinationen, die vielleicht einen kleinen Innenstadtkern haben, eine Altstadt, die alle besichtigen wollen und es dann zu viele sind auf einmal. Und das ist tatsächlich in den letzten Jahren verstärkt auch in Europa hinzugekommen. Es gibt ganz viele Faktoren, die zusammenspielen. Eins ist natürlich auch Airbnb-Angebote. Das heißt, wo früher Hotels gebucht werden, werden jetzt Privatunterkünfte angeboten. Und Privatpersonen bieten natürlich dann auch entsprechend in den Altstädten, in den Innenstädten, aber auch in den Wohngebieten an. Das heißt, dass auch dann Gegenden, die vielleicht früher nicht touristisch erschlossen waren, weil eigentlich gibt es da nichts zu sehen außer Wohngebiet, aber dort sind dann auch viel mehr Touristen, weil die dann in den Privatunterkünften unterkommen. Auch die Folgeeffekte. Die Folgeeffekte sind Preissteigerung. Das heißt, die Mieten in den Innenstädten, in den Altstädten, in diesen Destinationen steigen, dass Wohnraum umgenutzt wird und damit nicht mehr zur Verfügung steht. Es gibt aber auch andere Gründe, Filme zum Beispiel. Auch Dubrovnik ist zum Beispiel durch die Game of Thrones-Serie auch sehr bekannt geworden. Es gibt den Film zum Beispiel The Beach, der in einer Bucht in Thailand gedreht wurde, die dann im Nachgang von allen Reisenden, die dort unterwegs waren, auch besucht werden wollte und jeder wollte ein Foto machen. Seit 2 Jahren ist die Bucht geschlossen. Das heißt, die Regierung Thailands hat sich dazu entschlossen, der Tierwelt und der Natur ein bisschen Raum und Luft zu geben, sich zu erholen, weil die Tierwelt sich zurückgezogen hatte. Und vor allem in den europäischen Destinationen kommt die Kreuzfahrt noch dazu. Und die Nachfrage ist immens. Das ist die Trendbranche. Es verlassen 3.000, 4.000 Personen zeitgleich für ein bestimmtes kurzes Zeitfenster von ein paar Stunden das Schiff und können nicht weit laufen. Das heißt, sie bewegen sich in einem kleinen Radius und das ist dann meistens die Altstadt. Und wenn dann 2, 3 Kreuzfahrtschiffe zeitgleich anlegen, was in manchen Destinationen durchaus der Fall ist, dann wird es dann eng. Zusätzlich zu den ganzen anderen Touristen, die per Land dorthin gereist sind oder per Flugzeug. Und ansonsten ist die Feinstaubbelastung enorm. Das ist für die kleinen Städte tatsächlich auch ein Luftverschmutzungsproblem, was hinzukommt, aber auch Müll. Sind das auch enorme Kosten für die Destinationen vor Ort, den Müll zu entsorgen. Also die Belästigung ist tatsächlich ein Hauptfaktor. Für die Einheimischen vor Ort ist aber die Tatsache, dass sie sich in ihrer Stadt nicht frei bewegen können. Sie können die öffentlichen Parks, die öffentlichen Räume gar nicht zu ihrer eigenen Erholung nutzen, sondern haben immer Touristen vor Ort. Das heißt, die Einheimischen müssen ausweichen in außenliegende Bezirke, in Nachbarstädte etc. Und das ist natürlich dann frustrierend. Dann ist der öffentliche Nahverkehr natürlich auch vollkommen überlastet. Auch das ist auch nochmal so ein Stressfaktor für Pendler, für die Touristen selber, der da negativ mit einspielt.
Das ist tatsächlich ein tourismuspolitisches Thema. Das heißt, als allererstes müssen die Städte und Regionen sich selber drum kümmern. Und da gibt es keine Pauschallösung. Ja, das heißt, jede Stadt muss für sich selbst schauen, wie kann ich vermeiden, dass so viele Personen gleichzeitig kommen. Das heißt, dass man versucht, die Touristen auf andere Destinationen in umliegenden Regionen zu lenken. Dass man sagt, die Altstadt ist schön, aber wir haben ja hier noch das Naherholungsgebiet. Oder man kann noch sich diese Sehenswürdigkeit angucken. Das heißt, die Aufgabe liegt tatsächlich in der Politik, in der kommunalen Politik vor Ort, weil die natürlich auch Sorge tragen müssen für ihre eigenen Einheimischen.